Das Schleswig-Holstein-Magazin. Unser Land, unser Programm. Unsere Themen. Doppellösung, weil die alte nicht mehr reicht. Über den Fehmarnsund sollen zwei neue Brücken gebaut werden. Luftübung, Drohnenfliegen will gelernt sein. Flugunterricht für die fliegenden Augen in Eckernförde. Und Erdbewegung, statt Masken, Starkstromtrassen unterirdisch. Warum das anderswo geht, bei uns aber nicht. Einen schönen guten Abend. Strommasten sind nicht gerade Schmuckstücke in der Landschaft. Auch deshalb fordern Anwohner immer wieder, dass Stromleitungen unter der Erde verlegt werden. Auch bei der Westküstenstromtrasse von Niebel bis Brunsbüttel ist das so. Aber vom Land heißt es, rechtlich sei das nicht möglich und technisch nicht sinnvoll. Im Kreis Schleswig-Flensburg zwischen Jahreland und Wesby, da baut die Schleswig-Holstein Netz AG gerade eine neue 110 kV Hochspannungsstrecke. Und die verläuft zum ersten Mal unter der Erde als Erdkabel. Geht das wirklich nicht mit den Starkstromkabeln für die Westküstenstromtrasse? Der Frage sind wir mal nachgegangen. Hier soll noch in diesem Jahr Strom fließen. Die Schleswig-Holstein Netz AG verlegt ein Hochspannungs-Erdkabel. 110 kV, 6 Kilometer. Zwischen Jadelund und Wesbü im Kreis Schleswig-Flensburg. Das ist natürlich ein deutlich größerer Aufwand, als wir das für eine vergleichbare Freileitung machen müssten. Die Baustelle hier hat natürlich ganz gewaltige Ausmaße, aber das ist nun mal das, was ein Erdkabel mit sich bringt. Es muss irgendwie in die Erde kommen und ein Kabel mit diesem Querschnitt können wir nicht mehr einpflügen, sondern das müssen wir in offenen Kabeldraht verlegen. 14 Millionen Euro investiert der Netzbetreiber, einige Millionen mehr als für eine Freileitung. Das Kabel hat einen besonders breiten Leiter und kann etwa so viel Strom transportieren, wie eine Stadt von der Größe Kiels braucht. Für Till Klages ist das neu. Für ihn nicht. Kai Rebmeier forscht im Kabellabor an der Fachhochschule Kiel. Also es ist Neuland für die Energieversorger und vielleicht zieht man sich doch lieber auf seinen gesicherten Erfahrungsschatz zurück und will das Ganze in einer Freileitung realisieren. Im Kreis Schleswig-Flensburg muss der Netzbetreiber das Erdkabel bauen. Das schreibt das neue Energiewirtschaftsgesetz vor. Die Kabelstrecke liegt im sogenannten Küstenstreifen, ein Bereich 20 Kilometer von der See entfernt. Die Verpflichtung, dort Erdkabel zu verbauen, gilt aber nur für den Hochspannungsbereich, also 110 kV, hier links im Bild. Rechts ein Höchstspannungserdkabel für 380 kV. Die Bundesnetzagentur lehnt unterirdische Höchstspannungsleitungen auf längeren Strecken aber ab. Ja, die 380 kV-Ebene in Kunststoff als Erdkabel ist eigentlich Stand der Technik. Also seit einigen Jahren, zum Beispiel Berlin seit dem Jahr 1998, ist so eine 400 kV-Strecke im Einsatz oder mehrere sogar, weil man damals auch verschiedene Hersteller ins Boot geholt hat, um einfach die Sache damals zu erproben. Also das läuft seit einigen Jahren unfallfrei. Da ist kein Entwicklungsbedarf eigentlich bei 380 kV-Kabeln. Allerdings fehlt auf längeren Strecken die Erfahrung, zumindest in Deutschland. Im Ausland testet Kai Rebmeier regelmäßig entsprechende Anlagen. In Doha? Dort hat die Politik andere Rahmenbedingungen gesetzt. Beispiel Wärme. Die Kabel erwärmen den angrenzenden Boden bis zu 20 Grad. In Deutschland sind aus Naturschutzgründen aber nur 3 Grad erlaubt. Auch die Planung dauert länger als in anderen Ländern, denn wie beim Tiefbau üblich muss Till Klages mit jedem Landeigentümer einzeln verhandeln. Einen Planfeststellungsbeschluss bekommt er nicht. Wir konnten nicht die Trassenführung durchsetzen, die wir uns eigentlich gewünscht hätten, sondern haben hier natürlich einen Kompromiss gewählt, um auch dann das Go der Eigentümer zu bekommen und hier diese Trasse so realisieren zu können. 110 kV-Kabel wie dieses können jetzt also verlegt werden. 380 kV bei den jetzigen Bestimmungen nicht. Man weiß es nicht. Ab uns gibt es jetzt die Tagesschau. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.